Wie kann man Kameraprobleme in Samsung Galaxy M21 beheben? Hallo und herzlich willkommen meine Freunde und Kanalfollower. Ich hoffe, es geht Ihnen unter den aktuellen Umständen gut und Sie sind bei guter Gesundheit. Willkommen zu einem neuen Video zu einer Reihe von Problemen mit der Smartphone-Kamera. Heute haben Sie das Problem der Samsung Galaxy M21 Telefonkamera und arbeiten daran, es schrittweise zu lösen. Schauen wir uns das Video an. Dieses Telefon wird mit Android 10 beliefert, wenn Sie es zum ersten Mal öffnen. Nach einigen Monaten gibt es ein Firmware-Upgrade. Es gibt eine Triple-Kamera, die wir mit 48 MP f2.0 für Wide View und 8 MP für Ultrawide verwenden können. Die letzte Verwendung des Tiefenschärfe- oder Bokeh-Unschärfe-Effekts durch die Kamera beträgt 5 MP f2.2. Dieses verwendet die Bildsignalverarbeitung Exynos 9611, um qualitativ hochwertige Fotos und Videos zu produzieren. Dieser Prozessor verfügt auch über eine großartige künstliche Intelligenz, um die Ergebnisse zu verbessern. Einige Benutzer haben Probleme mit einem Ausfall oder Fehler der Samsung Galaxy M21 Kamera. Dies sind einige der Lösungen zur Behebung von Samsung Galaxy M21 Problemen, die stecken bleiben, der hintere Bildschirm oder andere Probleme. Beheben Sie den Fehler der Warnkamera auf dem Samsung Galaxy M21. Wenn wir die Kamera verwenden möchten, zeigt sie den Kamerawarnfehler an, der sie feststecken oder feststecken lässt. Mehrere Benutzer haben diesen Fehler gemeldet. Einige Probleme werden jedoch durch Abstürze von Apps verursacht, daher empfehlen wir, alle aktuellen Apps zu schließen. Das Zurücksetzen von Kamera-Apps auf die Werkseinstellungen hilft auch, alle Caches zu bereinigen. Warum ist das Samsung Galaxy M21 langsam oder träge? Standardmäßig haben wir bereits eine großartige Samsung-Kamera-App mit vielen Funktionen, um unsere Fotos und Videos zu verbessern. Einige Benutzer reagieren langsam beim Öffnen von Samsung-Kamera-Apps oder verzögern sich beim Aufnehmen von Fotos oder Videos. Warum treten diese Probleme auf? Eine langsame Kamerareaktion wird oft durch unzureichenden Arbeitsspeicher verursacht. Dieses Telefon verfügt über zwei Optionen oder RAM für Multitasking oder das Ausführen von Apps, 4 GB oder 6 GB. Wir müssen sicherstellen, dass der Arbeitsspeicher des Telefons nicht zu gering ist, wenn wir ein paar Bilder aufnehmen möchten. Was passiert, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht? Wenn wir mehrere Apps öffnen, bevor wir Fotos machen, warten wir, bis wir zwischen den neuesten Apps zur Kamerasoftware wechseln, da die Speicherverwaltung im Hintergrund arbeitet. Wenn wir reibungslos Foto- oder Videoaufnahmen machen möchten, ist es besser, Samsung Galaxy M21 zuerst sanft zurückzusetzen, neu zu starten oder neu zu starten, bevor Sie an einem ernsthaften Foto oder Video arbeiten. Wie kann man Probleme mit der Samsung Galaxy M21 Kamera beheben? Es gibt andere Möglichkeiten, die Ihr Samsung Galaxy M21 träge oder träge machen könnten. Die Software- oder Firmware-Version kann auch dazu führen, dass unsere Kamera-Apps langsam, nicht mehr reagieren, verzögert oder verzögert werden. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Leistungsoptimierung der Samsung Galaxy M21 Kamera zu beheben. Schritt 1. Setzen Sie Samsung Galaxy M21 über das Kamera-Einstellungsmenü, Legfix, auf die Werkseinstellungen zurück. Suchen Sie das Symbol der Samsung Kamera-App und öffnen oder starten Sie diese Apps. Klicken oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol, das Zahnradsymbol. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Allgemein General. Wählen Sie Zurücksetzen und die App fragt, ob wir das Zurücksetzen mit Ja oder Nein bestätigen, und wählen Sie dann Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, denn während dieser Schritte werden nicht alle von diesem Telefon aufgenommenen Fotos oder Videos entfernt oder gelöscht. Es werden nur alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schritt 2. Samsung Galaxy M21 über das Setup-Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, schneller machen. Dies ist der alternative Prozess, der für alle Android-Smartphones funktionieren kann, insbesondere das Samsung Galaxy Smartphone. Wir verwenden die Standardeinstellung, um Apps mit diesen Schritten zurückzusetzen. Schalten Sie das Samsung Galaxy M21 Smartphone ein. Gehe zum Einstellungsmenü. Apps auswählen. Wählen Sie die Kamera-App. Suchen und wählen Sie auf der Seite Kamera, App Informationen, das Menü Speicher. Im Kameraspeicher sehen wir den belegten Speicherplatz. Wählen Sie unten das Symbol Daten löschen und tippen Sie darauf. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie bitte OK. Dann wird die Samsung Galaxy M21 App auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dieser Vorgang ist auch jederzeit sicher oder wenn die Kamera abnormal funktioniert, da alle von diesem Telefon aufgenommenen Fotos oder Videos während dieser Schritten nicht gelöscht oder gelöscht werden. Es werden nur alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schritt 3, installieren Sie benutzerdefinierte alternative Kamera-Apps auf Samsung Galaxy M21. Wenn unsere Telefonkamera immer noch nicht richtig funktioniert, empfehlen wir Ihnen auch, alternative Kamera-Apps von Drittanbietern aus dem Google Play Store zu installieren. Es gibt viele Kamera-Apps, die mit vielen anderen Funktionen auf Samsung Galaxy M21 funktionieren können. Wir können etwas wie Open Camera oder eine andere kostenlose Kamera-App ausprobieren. Achten Sie jedoch darauf, die hochbewerteten Kamera-Apps zu wählen, denn es gibt auch einige neue oder nicht beliebte gefälschte Kamera-Apps mit schlechter Leistung. Schritt 4, Hard Reset auf die Werkseinstellung. Wenn alle Schritte nicht funktionieren, um Samsung Galaxy M21 zu reparieren. Hauptsächlich für die Kamerafehlerbehebung kann mit zwei Schritten der beiden oben genannten Optionen durchgeführt werden. Wenn jedoch weiterhin Kameraprobleme auftreten, müssen wir mit anderen Lösungen fortfahren, indem wir einen Samsung Galaxy M21 Hard Reset durchführen. Dieser Vorgang entfernt alle installierten Apps, Daten, Fotos und Videos. Daher müssen wir alle Daten sichern, bevor wir diesen Vorgang ausführen. Bitte seien Sie vorsichtig, da diese Schritte alle Daten einschließlich installierter Apps und Videobilder entfernen. Sichern Sie das Telefon, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, oder setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Werksreset durchzuführen oder Ihr Samsung Galaxy M21 mit dem Sicherheitsverfahren neu zu formatieren. Beheben Sie Probleme mit dem Autofokus der Samsung Galaxy M21 Kamera oder verschwommen. Dieses Telefon verfügt über eine Autofokus-Kamera, um das Objekt zu schärfen. In einigen Situationen funktioniert der Autofokus in Samsung Galaxy M21 jedoch nicht richtig. Wir bekommen verschwommene Bilder, obwohl wir uns wirklich auf ein paar Dinge konzentrieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die die Konzentration erschweren können. Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist. Wir müssen den Sucher der Samsung Galaxy M21 immer reinigen. Staub oder kleine Objekte, die vor dem Objektiv stecken, führen dazu, dass die Kamera versucht, auf dieses Objekt oder den Staub zu fokussieren. Bitte reinigen Sie das Kameraobjektiv oder wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Scratch kann auch dazu führen, dass der Autofokus Ihres Samsung Galaxy M21 nicht richtig funktioniert. Er wird versuchen, auf den Nullpunkt zu fokussieren oder die Autofokusleistung zu stören. Ein kleiner Kratzer kann unsere Fotos nicht beeinträchtigen, aber wenn der Kratzer sehr groß ist, müssen wir das Kameraobjektiv aus Glas in einem autorisierten Samsung-Kundendienstzentrum durch ein Original ersetzen. Wichtig ist auch die Firmware- oder Softwareversion, damit der Autofokus in Samsung Galaxy M21 schneller oder intelligenter arbeitet. Einige Versionen haben berichtet, dass sich der Autofokus der Samsung Galaxy M21 oder andere Kameraleistungen beeinträchtigt hat. Wir müssen immer sicherstellen, dass unsere Firmware-Version auf dem neuesten Stand ist. Beheben Sie Warnungssicherheitsrichtlinienbeschränkungen für Samsung Galaxy M21. Einige Benutzer haben aufgrund verschiedener Möglichkeiten mit diesen Problemen zu kämpfen, aber wenn wir noch nie eine benutzerdefinierte Änderung an Samsung Galaxy M21 vorgenommen haben, empfehlen wir Ihnen, die Standard-Kamera-App zurückzusetzen oder einen Soft-Reset oder Soft-Reset Ihres Telefons durchzuführen, wenn die Probleme weiterhin auftreten. Beheben von Problemen mit der Samsung Galaxy M21 Kamera nach dem Android-Firmware-Update. Wir verwenden Android 10 Update/RSD in Verwendung dieses Telefons, aber jetzt bekommt das Samsung Galaxy M21 bereits das Android Firmware Upgrade. Die meisten Nutzer können die Kamera-Apps problemlos nutzen, aber manchmal hat Samsung Galaxy M21 nach dem Android Upgrade Probleme. Bitte versuchen Sie, die Kamera-Apps auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie bitte, es auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Vergessen Sie nicht, alle wichtigen Daten zu sichern, bevor Sie einen Werksreset durchführen. Am Ende des Videos hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und würde mich über deine Kommentare freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss.